Nokia Phones launcht eine neue Serie, die G-Serie. Was hat es damit auf sich? Das bespreche ich gleich mit Erik Mattes, dem Chef von Nokia Deutschland. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos und ab heute digital zugeschaltet den Chef von Nokia Deutschland, nämlich den... Erik Mattes. Hi, Stefan, grüß dich. Erik, servus. Ja, herzlich willkommen heute digital. Gerade eben vorgestellt eure neue G-Serie und das kannte ich ja bisher von Nokia gar nicht, bevor wir auf die Produkte eingehen. Was hat es denn jetzt mit G-Serie auf sich und gibt auch noch eine X-Serie, aber wir wollen jetzt hier über die G-Serie sprechen. Erklär uns doch mal diese neue Namensfamilie. Ja, genau. Also wir haben uns einiges an Gedanken gemacht. Ihr kennt ja unser altes Name quasi, Nokia 2, Nokia 2.1, 2.3 und so weiter und so fort. Und jetzt im Zuge des Launchs der neuen Geräte haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt in Serien. Und für uns hat es natürlich auch Vorteile, dass wir innerhalb dieser Serien klare Merkmale machen können für die jeweiligen Produkte. Was kann diese Family? Und deswegen haben wir das auch gewählt, weil wir das nicht nur im Marketing verwenden können, sondern auch im Point of Sale relativ klar ist. Das ist eine G-Serie, die kann das. Das ist eine X-Serie, die kann das. Und dann haben wir im unteren Bereich dann noch eine C-Serie, die kann das. Okay, also dann lass uns doch gleich mal auf die G-Serie eingehen. Jetzt hast du gesagt, vorher hattet ihr 2er, 3er, 4er. Was ist denn die G-Serie? Also ich habe hier zwei Geräte in der Hand, das G10 und das G20. Das heißt, die sind dann Nachfolger von welchen Produkten? Genau, also du bist, wie du es genau gesagt hast, in dem Bereich, die G-Serie geht von der 2er-Serie bis zur 5er-Serie. Was wir in der G-Serie sicherstellen, ist, dass wir ganz einfach haben, zwei OS-Updates, 3 Jahre Security-Updates, damit man da einfach klar weiß, das ist dieses Android One-Versprechen, was wir eigentlich über Jahre lang jetzt schon haben, Pure and Secure, das gilt in dieser Serie, in der X-Serie sogar noch mal ein bisschen besser, eine Stufe höher, aber in der G-Serie haben wir uns genau diese Punkte genommen, damit wir dort klar das darstellen können. 2er bis 5er, wie gesagt, du hast das G10 und das G20. Das ist quasi ein Nachfolger des 2ers sowie ein Nachfolger des 3ers. Das ist genau. Quasi hier das G10 und das ist das G20. Genau. Gehen wir doch jetzt mal auf die Produkte etwas näher ein. Also ich habe jetzt hier das G10. Und wenn ich das jetzt einmal mir anschaue, umdrehe, dann muss ich sagen, von der Haptik, von der Optik macht wie üblich gut verarbeiteten Eindruck. Auch relativ pur vom Design. Auf der Rückseite fällt auch diese typische Designsprache von euch auf mit der Kamera. Sieht mir jetzt nach einer Triple-Kamera aus, richtig? Genau. Das ist eine Triple-Kamera und wie du sagst, ist es ein rundes Kameramodul. Das zieht sich durch unsere Familien dann quasi durch, dass du diese Nokia-Zuordnung dann auch beim Design klar machst. Das ist dieses pure finnische Design, nicht viel Schnickschnack drumherum. Eine Triple Cam im Einsteigersegment. Wir werden uns hier in einem UVP-Bereich von 139 Euro bewegen und haben da ein wirklich ordentlich ausgestattetes Telefon mit reingepackt. Okay, ja, das werden wir uns jetzt nochmal näher anschauen und dann am Schluss auch mal gucken, ob die 139 dann ein gutes Package ist. Also Triple Cam haben wir gelernt auf der Vorderseite. Die Selfie Cam, wie ist die ausgestattet? Das ist eine 8-Megapixel Frontcam. Für das Segment natürlich auch ein echt ordentliches Paket. Gut, dann macht das Produkt insgesamt einen relativ soliden Eindruck. Ist jetzt nicht zu schwer, nicht zu leicht, wenn es in der Hand liegt. Was hat es denn für den Akku an Bord? Wie leistungsfähig ist der? Das ist ein 5000er Akku, also ein kleines Kraftwerk, was da drin steht. Das hat aber die 2er-Serie bei uns immer relativ stark ausgemacht. Das hast du beim 2-4er auch schon gemerkt. Wir versuchen natürlich mit dem Gerät die User anzulocken, dass die Battery Power sehr, sehr gut für 2 Tage locker durchhält und man sich mit dem Gerät nicht so viel Sorgen machen muss, ob ich morgens aus dem Haus gehe und am Nachmittag schon wieder laden muss. Das ist quasi ein wichtiger Faktor für uns. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich auch. Da könnt ihr gerne auch nochmal in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr so 5000 mAh Größe des Akkus findet. Ich glaube, dass man da tatsächlich auf jeden Fall mal sicher über einen Tag kommt, auch wenn man das Produkt heftig nutzt. Ja, ihr seid, du hast es gesagt, bekannt für Android, Pure Android. Und da ist ja die große Frage, haben wir jetzt aktuell hier Android 11 an Bord?
Jawohl, das Gerät startet mit Android 11. Wie gesagt, hat es die zwei OS-Updates als Garantie. Das heißt, Android, wenn es denn dann 12 und 13 weiter heißt, wird es genauso mit an Bord haben, wird die Security-Patches für 3 Jahre haben. Das heißt, das Telefon ist grundsätzlich für die nächsten 3 Jahre safe. Du bist in einem ordentlichen Segment. Wir haben hier jetzt auch schon 3 GB Arbeitsspeicher statt vorher 2. Was für uns wichtig ist, dass die Upgrades von Android 12 und 13 auch sichergestellt sind, was die Power und die Arbeitsleistung des Telefons betrifft. Nicht, dass das so langsam wird, dass es dann keinen Spaß mehr macht. Das wollen wir mit der Ausstattung natürlich auch direkt entgegen und steuern. Ah, also da ist 3 GB sicherlich perspektivisch nach vorne hart an der Grenze, aber wenn ihr es garantiert, dann wird es auch funktionieren. Was ist denn an freiem Speicher an Bord? 128 GB oder? Da wir uns in einem kleineren Segment befinden, sind wir in der 32-Gig-Variante unterwegs und ist aber erweiterbar bis, ich glaube, 512 MB, muss ich gerade nochmal versichern. Aber da ist schon genug Power dran, also du hast eine SD-Slot auch drin, deswegen ist es für uns quasi in dem Segment, versuchen wir eher die Kunden so anzusprechen und ein bisschen über den Preis auch zu cashen, weil das Gesamtpaket natürlich extrem gut ist in Summe. Okay, also insofern 32 Gig. Und dann erweiterbar, und das ist ja, glaube ich, immer ganz wichtig, dass der, wenn der Speicher jetzt nicht ganz so üppig von Werk ausgestattet ist, dass man dann immer noch mal die Chance hat, mit einer Speicherkarte auch wirklich das ordentlich zu vergrößern. Apropos Größe, was haben wir für ein Display an Bord? Das ist ein 6,5 Zoll HD Plus Display, das ist mit einer 20:9 Diagonale, also das ist, ja, für das auch hier ein Segment super gut ausgestattet. Du hast wie gesagt ein echt ordentliches Rundumpaket, was du mit dem Gerät machen kannst. Weiß wie attraktiv, gut ausgestattet. Dank der 3 GB wird es auch Android Enterprise Recommended sein können, was uns natürlich für den B2B-Bereich auch nochmal hilft, in dem ganzen Mobile Device Management unterwegs zu sein. Also das ist wirklich ein tolles Gerät. Ja, also du sagst, das ist ein tolles Gerät. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer dazu sagen. Also insofern hinterlasst gerne Kommentare. Dann vielleicht, was gibt es abschließend noch zu sagen? Fingerprint-Sensor an der Seite offensichtlich, wie man sieht. Genau, Fingerprint-Sensor an der Seite. Auch da siehst du, ist die Weiterentwicklung. Als ich angefangen habe bei HMD, hatte das Nokia 2.1 noch keinen Fingerprint. Mittlerweile haben wir Fingerprint hinten drauf gehabt, jetzt haben wir ihn an der Seite. Also die Geräte in dem Preissegment werden immer besser ausgestattet, um auch sämtliche Dinge wie Google Pay nutzen zu können, weil Mobile Payment ist jetzt auch kein unwichtiges Thema in der heutigen Zeit. Super, dann so viel zum G10. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt einmal zum G20. Oh, das ist also jetzt auch, würde ich sagen, sogar noch mal ein paar Gramm schwerer von der Gesamtanmutung. Ehrlicherweise tatsächlich sogar noch besser. Und es fällt sofort auf der Rückseite ist eine Quad-Kamera. Also das heißt, besser ausgestattet als das G10. Genau. Das heißt, das G20 quasi einfach eine Serie jetzt höher, eine Nummer höher innerhalb der Serie, muss jetzt auch noch das Naming lernen. G20 ist der Nachfolger, wenn man so sagen will, der Dreier-Serie. Ne? Wir versuchen jetzt uns in diesen Dreier-Bereich zu begeben, der in Deutschland ein sehr, sehr erfolgreiches Segment war, vom 3.1er bis zum 3.4er jetzt am Schluss, was wir aktuell sogar noch recht gut verkaufen. Das, wie du sagst, jetzt mit einer Quad-Cam, also einfach eine Stufe höher nochmal. Vom Display her sind wir relativ gleich in der Größe und auch die Batteriegröße ist die gleiche geblieben. Allerdings gehen wir beim Chipsatz nochmal eine Stufe höher, um einfach dieses Gesamtpaket in einen noch schöneren Rahmen zu packen und auch quasi die Kosten-Nutzen-Relation richtig zu haben. Lass uns gerne auf die Details nochmal zu sprechen kommen. Wenn du sagst, bei der Batterie bleibt er bei der gleichen Größe, das heißt, welche Milliampere-Stunden-Leistung? Das waren die 5000er, die 5050, um ganz genau zu sein. Die 50 können vielleicht dich in den dritten Tag dann noch heben. Das ist quasi das Ziel dieses Gerätes, ist auch hier die 2 Tage zu gewährleisten. Und wenn man sparsam unterwegs ist, kann auch noch ein bisschen mehr. Okay, super. Dann Chipset hast du gerade angesprochen. Welches konkret ist verbaut? Das ist ein MediaTek-Chipsatz, das heißt, das Helio G35-Chipsatz drin. Das ist ein Octa-Core, damit du auch genug Rechenleistung hast. Also Stefan, wir beide sind lang genug in der Branche. Octa-Core, ich weiß nicht, vor 10 Jahren waren das nur die super, super, super Flagships. Ihr werbt ja immer damit, dass ihr ganz aktuell und up-to-date seid. Und auch hier ist es so, wird mir angezeigt,
Android Version 11. Also das heißt, auch hier aktuell ist das Android mit Upgrade war auf 12 und 13. Und wenn ich mir das anschaue, das Display auch wieder 6,5 Zoll, oder? Genau, ist auch ein 6,5 Zoll Display mit dem 20:9 Format. Das ist einfach für dieses Segment jetzt für uns natürlich auch ein Standard, damit wir die Nutzung von unterschiedlichsten Medien dann natürlich auch sicherstellen. Das hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren auch sehr stark geändert, was auf diesem Telefon mittlerweile alles konsumiert wird. Ja, in der Tat, sicherlich viel mehr Videos und Games. Dann ist es die Frage Speicherausstattung, Erik. Was ist hier bei dem G20 an Speicher an Bord? Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB RAM, damit wir quasi definitiv sicherstellen, dass auch genug Power in dem Gerät steckt. Einmal vom Arbeitsspeicher, wie gesagt, und auch genug Platz, aber auch hier erweiterbar, damit, wenn jemand wie wild andere Dinge drauf speichern will, der genügend Platz quasi dazugefügt werden kann. Okay, und auch hier, ich halte jetzt nochmal, versuche nochmal die Kamera zu halten, sieht man an der Seite, der Ein-Ausschalt-Button, der scheint gleichzeitig auch wieder Fingerprint-Sensor zu sein, richtig? Genau, gleicher Ansatz, auch hier Fingerprint an der Seite, das siehst du quasi durchgehend durch das neue vorgestellte Portfolio, dass der Fingerprint sich an der Seite befindet, hat sich in unserer Designsprache quasi als so ein Standard entwickelt, genauso wie das runde Kameramodul, das man durch das Portfolio haben. Super, ja, also dann nehme ich jetzt das zweite nochmal zur Hand. Damit haben wir einmal einen guten Überblick gekriegt, glaube ich, über das neue, brandneue G10 von Nokia und das brandneue G20 von Nokia. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das kommentiert, wie ihr auch Preis-Leistung und Ausstattung kommentieren werdet. Was euch vielleicht für künftige Produkte wichtig wäre, kann euch versprechen, wir werden es dann auch dem Erik weitergeben. Und wenn ihr auch in Zukunft brandaktuell informiert werden wollt über neue Produkte, über neue Trends, dann abonniert den Kanal, setzt die Glocke, lasst gerne auch ein Like da. Ja, Erik, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit heute an dem Launchtag, dass du uns zur Verfügung gestanden bist und uns die beiden nagelneuen Produkte näher gebracht hast. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bleib gesund und wir sehen uns. Bis dann. Danke dir, Stefan. Liebe Grüße ans Team. Bis dann. Ciao. Ciao.